Michael, der Chef der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Bundesregierung und ihre europäischen Partner zu mehr Geschlossenheit aufgerufen. Ischinger fordert, genauer gesagt, mehr Führungskraft. An wen genau geht denn diese Botschaft? Das geht vor allen Dingen an die europäischen Partner in der NATO und in der Europäischen Union. Im Moment hat man ja so ein Stück weit den Eindruck, die Amerikaner hätten die Solidarität ein bisschen im Stich gelassen und Europa muss als eins auftreten. Er hat ja bereits im vergangenen Jahr versucht, mit Emmanuel Macron und der Bundeskanzlerin hier ein Duo zu bilden. Auch da kam der französische Staatspräsident nicht. Das Gleiche war für dieses Jahr geplant. Macron kommt erneut nicht. Also das Signal kann zumindest von München schon mal nicht ausgehen, die deutsch-französische Achse. Aber er ist hier mit einem Paukenschlag, hat er diese Konferenz begonnen, indem er nämlich in einem Sweatshirt ja aufgetreten ist mit der Europafahne drauf und er wollte damit klipp und klar sagen, dieses Mal geht es so nach dem Motto Europe First, also in Richtung America First des US-Präsidenten. Vieles steht hier auf dem Spiel. Die NATO-Verteidigungsministerkonferenz ist ja gerade zu Ende gegangen und es ist klar geworden, dass es natürlich immense Konflikte mit den Amerikanern gibt. Und die Verhandlungsposition der Europäer ist natürlich relativ schwierig, denn immer wieder wird in Richtung Deutschland beispielsweise auch gefordert, das 2%-Ziel zu erreichen. Bis 2024 will die Bundesregierung auf 1,5% kommen. Das hat die Verteidigungsministerin eben ja auch betont. Aber die Verhandlungsposition, die ist relativ schwierig. Man gibt den Amerikanern recht, aber Ursula von der Leyen hat eben auch klipp und klar gesagt, im Hinblick auf Afghanistan und die Situation in Syrien und den Irak, zusammen rein, zusammen raus. Das heißt, es gibt keinen einseitigen Truppenabzug. Das hätte ihr der amerikanische Verteidigungsminister auch zugesagt. Und gleiches gelte natürlich auch für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, auch in Richtung Weißes Haus, denn der sogenannte Islamische Staat sei natürlich noch nicht am Ende. Also anders als Donald Trump es ja mehr oder weniger gesagt hat. Es ist eine schwierige Situation, die Wolfgang Ischinger hier in München zu klären hat. Er versucht, die Partner an einen Tisch zu bringen. Er will den Dialog vorantreiben, um Konfliktlösungen vielleicht ein Stück weiter voranzutreiben. Aber das ist schwierig. Das gilt natürlich auch für die Bundesregierung allenthalben. Und jemand, der viel mit den Amerikanern zu tun hat, ist Peter Altmaier als Wirtschaftsminister. Wie arbeitet man eigentlich mit irrationalen Partnern wie denen in den Vereinigten Staaten? Sie hatten ja gerade letzte Woche ein Treffen zum Flüssiggas, wo die Amerikaner ihnen natürlich klipp und klar eigentlich sagen wollten, steigt bei Nord Stream aus. Das hat der US-Vizepräsident erneut bekräftigt. Ja, aber wir haben die Verantwortung, auf jeder Ebene gut zusammenzuarbeiten. Ich habe mit dem zuständigen Energievertreter in der letzten Woche in Berlin und heute hier in München darüber gesprochen, dass wir selbstverständlich selbst entscheiden, ob und wie wir Nord Stream 2 bauen. Das ist eine europäische, eine deutsche Angelegenheit, aber wir haben ein Interesse daran, unseren Gasbezug auch zu vervielfältigen. Das heißt, wir werden LNG-Terminals bauen für Flüssiggas. Das ist auch im Interesse der Amerikaner. Im Übrigen arbeiten wir zusammen auf Augenhöhe. Das heißt, wir sagen unseren amerikanischen Freunden, wir können über vieles sprechen, aber bitte gemeinsam und nicht mit einseitigen, unabgestimmten Entscheidungen. Haben Sie denn den Eindruck, dass man Ihnen überhaupt zuhört? Weil es vergeht ja kein Tag, an dem nicht aus dem Weißen Haus irgendwas in Richtung Europa kommt, was alles andere als freundlich ist. Wir müssen mit deutsch-amerikanischen Beziehungen kämpfen, selbstbewusst und auf Augenhöhe. Das ist mit vielen Kollegen auch ohne weiteres möglich. Trotzdem gibt es Rückschläge, gibt es ungelöste Probleme. Was mir Sorgen macht, sind die ungelösten Handelskonflikte zwischen den USA und China, zwischen den USA und Europa. Da haben wir sozusagen eine Denkpause auf beiden Seiten, aber gelöst ist noch nichts. Und das bedeutet, wir müssen sehr konzentriert arbeiten. Ich werbe bei allen amerikanischen Gesprächspartnern dafür, dass sie erkennen, dass niedrige Zölle, dass offene Märkte im Interesse auch der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger sind, genauso wie derjenigen in Deutschland und Europa. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Europäische Union an einem Strang zieht? Nehmen wir nur das, was ich eben eingangs sagte, die deutsch-französische Achse. Macron ist erneut nicht erschienen. Das ist alles andere als ein gemeinschaftliches Bild. Ja, aber es ist beispielsweise der französische Außenminister hier, mit dem werde ich gleich nachher noch ein ausführliches Gespräch haben. Die französische Botschafterin ist hier, viele französische Kollegen. Die deutsch-französische Zusammenarbeit funktioniert. Das haben wir jetzt gesehen in der letzten Woche Freitag bei der Abstimmung über Nord Stream 2. Da ist es Frankreich und Deutschland gelungen, in letzter Minute
eine vernünftige Lösung herbeizuführen. Das ist ein Zeichen, dass Europa handlungsfähig ist. Und das versetzt mich dann auch in die Situation, gemeinsam mit Russen, Amerikanern und Ukrainern vernünftige Lösungen in der Sache zu suchen. Das bringt mich zu einem ganz aktuellen Thema. Der Spiegel zitiert aus einem Geheimabkommen, was Deutschland mit den Franzosen, ein Zusatz zu den Aachener Verträgen, wo den Franzosen freigestellt wird, was sie mit den gemeinsamen Rüstungsexporten machen. Da wurde lange darüber diskutiert, ist die Bundesregierung jetzt beigedreht. Das heißt, die Franzosen können ohne Probleme auch nach Saudi-Arabien beispielsweise den gemeinsamen Schützenpanzer oder ein neues Flugzeug exportieren? Ich weiß nicht, welche Informationen der Spiegel hat und woher. Das ist etwas, wozu sich die Bundesregierung und die zuständigen Ressorts zu gegebener Zeit verhalten werden. Richtig ist, dass wir ein Interesse daran haben, mit unseren französischen Freunden darüber zu reden, unter welchen Voraussetzungen gemeinsame Waffensysteme, die wir gemeinsam entwickeln und herstellen, dann auch in andere Länder exportiert werden können. Das ist mir auch persönlich ein Anliegen, dass wir hier uns gemeinsam verständigen. Deutschland hat eine sehr restriktive Rüstungsexportpolitik, Frankreich weniger restriktiv. Und deshalb müssen wir über gemeinsame Regeln, über gemeinsame Kompromisse reden. Zu gegebener Zeit, wenn die Einigung erzielt ist, werden wir Sie auch darüber informieren. Also klipp und klar, es wird ein Veto geben, wenn die Franzosen nach Saudi-Arabien exportieren wollen? Oder hat Deutschland das in mittlerer Zukunft auch wieder vor? Noch einmal, wir haben aus gutem Grund festgelegt, dass wir über solche Fragen im Bundessicherheitsrat entscheiden. In nicht öffentlicher Sitzung. Der Bundestag wird über Ergebnisse informiert. Damit ist Transparenz hergestellt. Auch die Öffentlichkeit erfährt, wie viele Rüstungsgüter jedes Jahr exportiert werden. Aber über einzelne Fälle sprechen wir nicht vor laufender Kamera und vor freundlichen Mikrofonen, sondern das klären wir in der Bundesregierung gemeinsam. Ich sage herzlichen Dank, Minister Peter Altmaier, auch zu diesen aktuellen Themen. Ja, also hier geht es heute Schlag auf Schlag weiter, aber Wolfgang Ischinger hat das große Problem. Er muss verfeindete Parteien an einen Tisch kriegen. Franzosen, Deutsche sind in der Regel nicht dazugehörig, aber spätestens dann, wenn die Amerikaner mit voller Stärke hier sind und die Russen dann auch, dann wird es spannend. Auch China spielt ja dieses Mal eine große Rolle. Und damit zurück zu Hans-Werner Fickert.